Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Summoning. Ich kann Erfolg vermelden. Ich weiß zwar nicht, wie weit wir jetzt kommen werden, aber der vom äußeren Ring habe ich mal den, der hoffentlich der erste war, der steht nach links. So, und dann auf dem äußeren Ring, ein über den anderen, dann rechts, links. So, in der Mitte haben wir aktuell folgendes Bild. Die beiden sind einmal rechts, einmal links. Und die beiden sind auch einmal rechts, einmal links. So, und wenn man dann auf die Karte schaut, und dann sieht das so aus. Wir haben zumindest mal einen großen Teil der Wände oder der Türen, die wir gesehen haben, ist aktuell offen. Und ich wurde auch schon von einem Irrlicht angegriffen. Also irgendwie, was haben wir getan? Und gehen da jetzt mal nachschauen, was wir da getan haben und ob wir jetzt wirklich irgendwie weit kommen. Und ob wir nochmal an den Hebeln rumzupfen müssen. Also das ist jetzt echt, ja, was die Entwickler hätten anders lösen können. Das mal so zu formulieren. So, ja, das ist das tote Irrlicht, das ich schon auf dem Gewissen habe. Dann schauen wir jetzt mal weiter, wo wir hier weiterkommen. Da kommen wir zum Beispiel weiter, aber nicht wirklich viel weiter. Und Kano geht nicht. So, das Irrlicht hatten wir in der letzten Folge gemeinsam getötet. Und das ist wahrscheinlich auch wieder von dem Irrlicht, genau. Kommen Sie mal her. Viel können die ja nicht. Ich glaube, die machen im Fernkampf am meisten Schaden. Wenn man dran steht, ist es, glaube ich, nicht mehr so wild. Oha. Das war richtig knapp. Kannst du das mal bitte sein lassen? So. Umhauen, dann gehen wir halt in die Richtung weiter. Gefühlt. Nee, hier sieht es ja wieder anders aus. Oh, Übergang in nächstes Gebiet. Wo wären wir hier? Das Weiße Reich. Da wird es wahrscheinlich auch den Weißen Ritter geben. Da wird mich jetzt das Schwert ein bisschen locken. Dieses, war irgendwas Schwert. Oh, hi. Halt mal bitte kurz still. Ey, ich habe gesagt, du sollst stillhalten und nicht unserem Zauber ausweichen. Hört denn mal wieder keiner auf mich. So. Du hast ausgedient, aber ja, das Schwert lockt. Wir wissen ja schon, dass es unter diesem Reich liegt, aber man weiß nicht, was zwischen hier und dem Schwert noch alles liegt. Wir schauen zuerst mal noch in unserem eigentlichen Gebiet weiter. Auch wenn das mit dem Schwert schon cool wäre. Egal. Wir schauen weiter. Denn wir haben ja den Herrscher über dieses Reich ja noch nicht gefunden. Und gehen einfach mal der Nase nach. Ein Teleporter. Kehre zum Hauptkontrollraum zurück. Warum? Achso, wahrscheinlich führt der Teleporter dazu, dass man zum Hauptkontrollraum zurückkehrt. Aber da möchte ich jetzt gerade mal kurz nicht hin. Da ist noch eine Tür zu. Nee, Kano hilft da nicht. Kommen Sie mal her und dann schauen wir mal auf die Karte. Weil gefühlt sieht hier alles gleich aus. So, Karte. Ja, wir haben den Hauptkontrollraum-Teleporter.
Ah, da hinten ist noch eine Treppe. Ah, okay, das habe ich übersehen, aber wir sehen das gelbe Fleckchen in der Nähe von dem blauen Fleckchen. Ah, dann gehen wir da mal noch hinschauen. Nee, so war das nicht gedacht, so. So, zack, da lang. Ich will nicht nochmal in diesen Kontrollraum rein. Das ist nicht toll. So, hier geht's runter. Dann gehen wir mal runterschauen. Wenn es da auch noch 100 Hebel gibt, drehen wir uns direkt wieder rum und gehen. Versprochen. So, Hallöle, wo sind wir denn jetzt? Kreuzung. Ja gut, wir waren ja schon mal in irgend so einem Verbindungsgang, irgendwas unterirdisch. Kann sein, dass das jetzt vielleicht die Ritterdomänen miteinander verbindet. Und wir hier tierisch aufs Mundwerk kriegen. Nur die Schnellen und Geschickten werden unverletzt vorbeikommen. Ja, sagt er auch. Dann gib mal Gas. Aua. Die Schnellen und Geschickten, ja. Da sehe ich mich gerade nicht so. Lauf, 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 mein Junge. Ja, wir waren nicht wirklich geschickt und... Sind die jetzt wieder am Anfang? Wir machen mal Zeitstopp. Nee, das sieht jetzt anders aus, oder? Ja, roll die mal in die Richtung. Oh, nein, das war keine gute Idee. Zack, zack. Die Kugeln haben sich besonders lieb. Dürfen wir euch mal stören? Kugel die mal in die Richtung und lauf in diese. Ah, da. Das ist so ein Türding, glaube ich. Und durch. Schakka. Nur die Schnellen und Geschickten werden unverletzt vorbeikommen. Ja, ich glaube, das haben wir irgendwie überlebt, ja. Gab es da noch irgendwelche Abzweigungen? Nö, scheinbar nicht. Wollen wir hier sein oder wollen wir wieder zurück? Weit zurück auch nicht wirklich zur Debatte steht. Hier geht es zumindest mal noch weiter. Wir schauen mal, was hier oben los ist. Und dann, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Ah, wir sind jetzt wieder im Weißen Reich. Okay, dann sieht es wirklich so aus, als würde das die einzelnen Reiche verbinden. Weil wir sind ja jetzt eigentlich auch unter dem Weißen Reich. Gibt es hier vielleicht irgendwo dann das Schwert? Genau, das weiß man nicht. Wird man hier wieder umgekugelt oder geht's hier? Es ist so friedlich hier, das macht mir irgendwie Angst. So, Kanu geht. Nochmal eine Leiter. So, wo sind wir jetzt? Im purpurnen Reich. Ich glaube, wir hätten da bleiben sollen, wo wir waren.
So, gibt es hier noch irgendwo weiter? Nein. Okay, wir laden jetzt nochmal den Spielstand vom letzten Mal, weil, ja, wir sind nur ein bisschen rumgelaufen und wenn ich mich jetzt hier zwischen den Kugeln wieder muss zurückkugeln, das will keiner. So, laden wir den letzten Spielstand. Wir wissen jetzt, wo es dahin geht und wissen, dass wir da zuerst mal nicht hinwollen. Ist gar nichts passiert. Wir wurden nur ein bisschen angekugelt. So, das ein oder andere Irrlicht dürfte jetzt wieder leben, aber sei es drum. Dann decken wir einfach mal hier die Karte auf und schauen, dass wir sonst noch irgendwo hinkommen. Hallöle. Ja, wir zaubern mal noch einmal, um das ein bisschen zu skillen. So, da ging es nicht mehr weiter. Da ist auch Wand. Irgendwas hat Bzzzt gemacht. Da ist was Bzzzt. Ja, wir kommen. Aua. Lass das doch mal bitte. So. Die Leiche lassen wir liegen. So, hattest du irgendwas dabei? Nein? Hier muss doch sonst noch irgendwas sein. Ja, du warst der zurück zum Kontrollraum-Typ. Da hinten war die Leiter. Das wissen wir schon. Das hilft uns aber gerade gar nicht. Ja, Pritzel, Pritzel. So, das ist auch tot. Das war eine Sackgasse. Oh mein Gott. Ich finde nicht wieder zu den Hebeln zurück. Oder kommt man da nicht in den Kontrollraum, so wie ich dachte, sondern woanders hin? Sich jetzt irgendwas verändert. Ich bin mal kurz ein bisschen überfragt. Also wir sehen zwei, also eigentlich ja vier geschlossene Türen. Und ich glaube, wir hatten bei allen schon Kano versucht. Da gibt es auch keine Schalter mehr zwischendrin. Vielleicht muss man da jetzt wieder irgendwelche Hebel ziehen, um sich da irgendwo einen Weg frei zu machen. Das wird mich sehr nicht begeistern. Ja, also hier ging es zum Kontrollraum. Dann schauen wir noch nach den anderen geschlossenen Türen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die mit Kano aufkriegen. Nein, und die dann wahrscheinlich auch nein. Nein. Okay, dann nochmal zurück zum Kontrollraum. Schauen wir uns nochmal die Schalter an.
Mal angenommen, der äußere Ring ist richtig. Dann sind auch vom inneren Ring die Nachbarn immer verschieden, oder? Ja, die beiden sind rechts, er ist links. Der ist links. Ah, seine Nachbarn sind auch links. Wenn wir den mal umdrehen. Ist was aufgegangen, wo wir noch nicht waren? Sehr schön, wir kommen irgendwie weiter. Wir kommen irgendwie weiter. Dann, Mensch, haben wir da mal noch. Ah, die sind auch alle rechts. Wenn wir den dann mal links machen, jetzt ist wirklich, glaube ich, die Nachbarn immer unterschiedlich. Schauen wir noch mal auf die Karte. Es ist, glaube ich, nichts weiter aufgegangen, aber auch, glaube ich, nichts zugegangen. Ja gut, wir gehen mal schauen. Wir gehen mal schauen. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Ja, Brutzel, Brutzel. Was haben wir rausgelassen? Was auch immer jetzt hier Brutzel, Brutzel gemacht hat, ich sehe es nicht. Da oben ist man, glaube ich, lang. Lauf, 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 lauf. So, bitte nicht in den Teleporter, das wäre ärgerlich. So, und jetzt da geradeaus runter, da hatten wir eine neue Tür aufbekommen. Ja, da ist auch schon mal ein Irrlicht. Progress! Chaka! So, das ist tot. So, da wird es weitergehen, hier wird es weitergehen. Es geht irgendwie voran. Glaublich, aber wahr. So, da ist wirklich Sackgasse. Irgendwas brutzelt hier noch. Hallöle. Ja, mach nicht so viel Schaden, Irrlicht. Ist nicht gut. So. Zack. Prösterchen. Nachfüllen. Und weiter geht's. Ah, da ist jetzt der Kontrollraum direkt nebendran. So, da ist zu. Da liegt ein totes Irrlicht. So, wo kommen wir jetzt noch weiter? Ja, jetzt haben wir wieder eine ganze Menge geschlossene Türen. Da oben in der Ecke, die wir noch nicht ganz aufgedeckt haben, da ging ja der Gang zu dem anderen Level entlang. Also jetzt wieder fröhliches Hebel ziehen, um hier irgendwie weiterzukommen. Ja gut, was muss, das muss, ne? Gut, dann nochmal zurück zum Teleporter. Da wir die Karte jetzt mehr aufgedeckt haben, sehen wir halt auch mehr, was sich um uns herum tut. So, aber an was ziehen wir jetzt?
Probieren wir mal den. So, Karte in die Hand. Na ja, gut, jetzt ist ganz viel zuge-, also ist was zugegangen, aber dafür ist auch was aufgegangen. Das passt noch nicht ganz. Leg den mal bitte wieder um. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist was aufgegangen, wo wir noch nicht waren. Aber wir kommen halt nicht mehr hin. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Ja, jetzt kämen wir noch relativ weit, aber auch nicht dahin, wo es aufgegangen ist. Ich mag dieses Rätsel noch immer nicht. Wenn da irgendwie eine logische Lösung dafür gibt, könnt ihr gerne in die Kommentare packen. Ich tue einfach nur wild Hebel ziehen. Ja, da ist was auf, aber... Ja, dann noch mal an dem äußeren Ring rumspielen. Na, jetzt kommen wir irgendwo weiter. Kommen wir noch... Ja, wir kommen auch noch dahin. Gut, dann versuchen wir das jetzt wieder. Es geht weiter. Schaka. Was das mit dem oben links bedeuten soll, dass man da beginnen soll, frag mich nicht. Weil jetzt ist nicht mehr der äußere Ring einer über den anderen und ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man auf dem äußeren Ring alle umlegen. Lauf, lauf, mein Junge. So, und den Teleporter bitte nicht rein. So, und dann ging... Ja, da brutzelt was. Dann ist das... Ne. Wir haben den Teleporter gefunden und die Karte. Das wollte ich nicht. Ich wollte den Schild anziehen. Und wenn man 4 drückt und die Karte in der Hand hat, dann guckt man halt auf die Karte, ne? So, dann hören wir gleich dem Schädel zu. Wenn wir das Irrlicht mal tot kriegen. Komm, gib dir ein bisschen Mühe, mein Junge. Dankeschön. So. Reich des Blauen Ritters. Also, wir gehen heute einen Ticken früher in die Pause, weil ich nicht mehr weiß, wie wir die Hebel jetzt gestellt haben und wenn wir jetzt sterben bei den Blauen Rittern. Wir wissen, dass die eigentlich gute Kämpfer sein sollen. Und wenn wir da jetzt sterben würden, wäre dieses Let's Play beendet. Und das will keiner. Also gehen wir in die Pause. Bis gleich.